Once again back is the incredible Jay Jiggy, Freunde, für euch am Start heute mit einer besonderen Analyse. Und zwar aus folgendem Grund: Ich bin, wie ihr sehen könnt, weder beim Pinch mit im Studio noch bei Spoofy im Studio. Heute bin ich bei mir daheim. Ganz unspektakulär. Mussten wir so machen, aus logistischen Gründen. Trotzdem. Ja, lasse ich mich natürlich nicht lumpen und nicht hindern oder nicht davon abhalten, eine Analyse für euch zu machen. War heute am Badesee in Langenselbold am Kinzigsee. Mich haben drei Leute erkannt. Mit zwei von denen habe ich Fotos gemacht. Mit dem anderen oder der andere meinte zu mir, ich kann besser rappen als Volleyball spielen. Digga, hast du recht. Was ich sagen wollte, hat mich auf jeden Fall gefreut, euch zu sehen. Yes, yo, peace. Und ja, Mann, Bonus-Battle-Shit. Heute mit, warte mal, ich muss mich gerade mal ducken. Das ist natürlich wieder grandios hier. Das ist, wenn da läuft ja alles scheiße. So, erstmal das Ansteckmikrofon hier anstecken. Das läuft ja wie am Schnürchen. Das läuft ja, also, das, also, man ist schwerbehindert. So, jetzt mal ganz ruhig. Schwipp. Schwapp. Yo, Bonus-Battle-Shit, Alien vs. Clash Parker. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Leute. Ich habe richtig Bock. Ich habe leider die Pinnwand nicht hier, deswegen heute wird wieder mit Gläsern bewertet. Aber trotzdem mit den Farben: Grün, Rot und Gelb. Wobei ich den roten Strohhalm gerade hier in meinem kalten, klaren Eiswasserpott habe. Aber ich laber nicht. Mit wem fange ich an? Schnick, schnack, schnuck. Ich fange mit Clash Parker an. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe da jetzt keinen sichtlichen Grund für, aber ich tue es einfach. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare was schreiben, ob das für euch so okay ist, wenn ich hin und wieder, also natürlich jetzt vielleicht mal zu 20, 30% hier so eine Analyse von mir zu Hause aus mache. Sagt mir auf jeden Fall, wie ihr das findet. Schreibt es in die Kommentare rein. Ist mehr oder weniger. Ja, nur eine Notlösung. Also auf jeden Fall. Sollte es nicht gang und gäbe werden, bräuchte euch nicht einscheißen. Und, ah, Leute, diese Allergie fickt meinen Kopf, egal wie dem auch sei. Let's do it! Ich hab Bock. Clash Parker gegen die alte Wanderhure Alien. Mal gucken, ob Alien heute bei Clash Parker im Video ist. Wird mich nicht wundern. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt das Battle, das Bonus-Battle. Und wer davon gewinnt, kommt weiter ins Achtelfinale. Ist es richtig von mir interpretiert? Wenn nicht, dann schreibt mir doch wieder mal auf www.fickdeinmutterdusifku.de. Da könnt ihr mir gerne Feedback geben und Kritik äußern. So, einen Schluck nehme ich noch. Clash Parker, Digga, grüß dich. Alien, mit dir hat schon noch gar keinen Kontakt. Grüß dich nicht. doch, grüß dich auch, Digga. Clash Parker, mit dem habe ich schon hin und wieder mal geschrieben. Mich wundert es. Normalerweise vor seinen ganzen anderen Runden, vor den zwei oder wie viele es waren, hat er mir immer geschrieben so. Ey, Gigi, Achtung und so, meine Runde kommt, tralala. So, du bist der geilste Rapper, so ich liebe dich über Kraft, Gigi, Mann, ich will so krasse Zeilen wie du schreiben. Bitte gib mir nachher den Punchline schreiben. Ey, deine mehrfachsilbigen Substantiv reimen, Alter, die sind so krass. Digga, ich will nicht übertreiben, wenn ich sag, du bist mein größtes Vorbild. Ey, ich bin zwar Clash Parker, aber ohne Spaß, Digga, du bist Jay Chico, du bist so krass. Ich habe mir geschrieben, geh weiter, du Depp, mach dich ab, du Siefmaul. Nee, war nur ein Spaß, Alter. So, jetzt lege ich aber wirklich los. Let's do it, Clash Parker, Dicker. Ich freue mich auf deine Runde. Uno secundo per favore. Okay. Letzter Check hier, Alter. Letzter Check. Ich kann das einfach nicht glauben, wenn bei mir mal was läuft. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich hoffe, ich habe mich so weit runtergefilmt, dass man hier mal einen Spatz sieht, Alter. Ich sitze nämlich komplett unten rum, ohne. Und hier Mockets wie in einem Fischmarkt. Schäm dich für deine Battle-Statistik. Doch keine falsche Hoffnung, auch jetzt wird der Faggot vernichtet. Okay, ja, also Clash Parker kann auf jeden Fall was so. Ich meine, ich habe den nie so gehypt, wie es ein Hype Lub tut oder so. Aber den Einstieg fand ich jetzt echt komisch. Doch keine falsche Hoffnung, auch jetzt wird der Faggot vernichtet. Das erinnert mich wirklich an Smudo von Die Fantastischen Vier, irgendwie von der Tonlage. Faggot vernichtet. Dir sollte man Cockchain für den wacken Werdegang verpassen. Heißt im Umkehrschluss, du hast einen zweiten Pferdeschwanz im Nacken. Nein, auf sein Pferdeschwanz im Nacken. Heißt im Umkehrschluss, du hast einen zweiten Cockchain für den wacken Werdegang verpassen. Heißt im Umkehrschluss, du hast einen zweiten Pferdeschwanz im Nacken. Nein. Geil.
Ist direkt eine gute Zeile, kriegt direkt. Naja, ich meine, es ist schon eigentlich eine zweideutige Zeile, so zu sagen, du hast jetzt den zweiten Pferdeschwanz im Nacken, der hat ja einen Zopf, Alien. Ist eigentlich ganz lustig, aber diese Zweideutigkeit bei Pferdeschwanz und Pferdeschwanz ist halt echt schon ausgelutscht wie mein Pferdeschwanz. Ja, und deswegen gibt es dafür hier nur einen Punkt. Was heißt nur ein Punkt? Direkt in den ersten zwei Zeilen einen Punkt abstauben ist auch nicht schlecht. Auf seinen Reim, du hast den wecken Werdegang verpassen, heißt im Umkehrschluss, du hast einen zweiten Pferdeschwanz im Nacken. Nein, auf seinen Reim, du hast doch wohl nur Scherze gemacht. Wie hast du's mit der Wecken-Technik auf die Erde geschafft? Dein großer Traum war bekannt zu werden, jetzt hast du Angst zu sterben. Statt es auf dem Kopf zu tragen, solltest du das Handtuch werfen. Wohl nur Scherze gemacht, heißt im Umkehrschluss, du hast einen zweiten Pferdeschwanz im Nacken. Nein, auf seinen Reim, du hast doch wohl nur Scherze gemacht. Wie hast du's mit der Wacken-Technik auf die Erde geschafft? Dein großer Traum war bekannt zu werden, jetzt hast du Angst zu sterben. Statt es auf dem Kopf zu tragen, solltest du das Handtuch werfen. Okay, er sagt jetzt so, statt das Handtuch zu werfen, statt das, du solltest das Handtuch werfen, anstatt auf dem Kopf zu tragen, so. Aber ohne, dass er das Bild von E.T. dort einblendet und dann als Adlib noch E.T. sagt, hätte man die Zeile nicht gecheckt. Aber er macht es und so, das ist ganz cool so. Zu einem Alien zu sagen, von wegen, ja, ihn jetzt mit E.T. zu vergleichen, ist schon ganz gut, so ist jetzt keine mega geile Line. Finde ich aber trotzdem ganz lustig, gibt einen Punkt für. Aber zu sagen, so wie hast du es mit der wacken Technik auf die Erde geschafft, ist jetzt auf keinen Fall ein Punkt wert, so. Auf dem Kopf zu tragen, solltest du das Handtuch werfen. Du wirst vom Parker zerfetzt. Reiß deine Finger ab, sonst hättest du's der Mama gepetzt. Und der Grund. Gute Zeile. Finger, E.T. kann nach Hause telefonieren mit seinem Finger. Reiß deine Mama ab, reiß deine Finger ab, sonst hättest du's der Mama gepetzt. Ja, doch, nee, ey, da muss ich, das ist eigentlich, das ist wirklich eine, das ist eine ganz gute Zeile. Das ist, da gebe ich zwei Punkte für. Das Problem, was mir bei Clash Parker immer so auffällt, ne? Guck mal, wie ich übrigens die Punkte hier verteile. Ich mache Strohhalme, weil ich hier keine Pinnadel zu Hause habe. Nehme ich hier richtig Ghetto-like Strohhalme und schneide die klein. Was mich bei Clash Parker immer so stört, ist, dass er meiner Meinung nach nicht so einen richtigen Druck in der Stimme hat. Das ist alles so. Ich weiß nicht so. Also die Zeile ist ja echt gut, aber wenn er das noch mit so einer. Mit so einer asozialen Attitude, wenn er so richtig so, wow, jetzt wird gefickt, so, dann wäre das noch geiler halt so, ja? Warum du jetzt nur mit Kippen zerfetzt? Reiß deine Finger ab, sonst hättest du's der Mama gepetzt. Und der Grund, warum du jetzt nur mit Kippen holen beschäftigt ist, weil er sie dir permanent in deine Fresse drückt. Wie du lässt. Ja, finde ich jetzt nicht so krass. Und dann auch wieder so ein Bild eingebildet von Alien, wo man irgendwie von ihm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Narbe ist oder Akne oder weiß ich nicht was. Aber es ist jetzt nicht so krass auffällig, dass man sagen kann, ey, du siehst so krass aus, Julian hat dir so und so viel Kippen in der Fresse ausgedrückt, so. Na, finde ich nicht so geil jetzt gerade. Aufs Video fällt mir auch gerade ein, muss ich gar nicht groß eingehen. Julian hat ja gesagt, dass beide nur ein One-Take-Video einreichen sollen. Man diesen Hurensohn nochmal betteln, der seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche. Den Antritt im Battle. Diesen Hurensohn nochmal betteln, der seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche. Den Was seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche? Vielleicht verstehe ich es nicht richtig, aber er will bestimmt sagen, dass seine Backen so aussehen wie die Mondoberfläche. Und das ist eigentlich eine ganz gute Zeile. Alter, es ist scheiße hell hier. Lecco mio insicura, per favore. Hey, ciao, tu da posto. Mal gucken, was er hier sagt. Wieso lässt man diesen Hurensohn nochmal betteln, der seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche? Also die Zeile ist echt gut, ne? Aber ich finde, er hat sie total scheiße irgendwie so aufgebaut. Ich hätte einfach gesagt, deine Fresse sieht aus wie die Mondoberfläche. Der seine He oder sagt er, der seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche. Also aus der Zeile hätte er auf jeden Fall einen heftigeren Fick rausholen können, so. Einen bös heftigeren Fick, meiner Meinung nach. Gibt trotzdem einen Punkt, aber. Ist irgendwie schade. Ist auf jeden Fall Potenzial von der Zeile verloren gegangen, wenn ihr mich fragt. Hätte auf jeden Fall bös mehr rausholen können, weil das ist eigentlich geil, zu jemandem, der Alien heißt, zu sagen, ey, deine Fresse sieht so aus wie eine Mondoberfläche. So. Ist eigentlich viel krasser, als zu sagen, er verkörpert seine Heimat mit der Mondoberfläche. Antritt im Battle wirst du Akne Sohn nochmal betteln, der seine Heimat verkörpert mit der Mondoberfläche. Den Antritt im Battle wirst du Akne Fratze bald büßen. Für den Sieg musst du einen Gang zulegen, wie deine Zeit grüßen. Du bist nur Alien. Wirst du Akne Fratze bald büßen? Für den Sieg musst du einen Gang zulegen, wie deine Zeit grüßen. Du bist nur.
Das für Antritt wirst du bald büßen. Du musst den Gang zulegen wie deine Talgdrüsen. Gang zulegen. Also ich weiß nicht, ob er das einfach so meint, dass die seine Talgdrüsen mehr arbeiten müssen, weil er so eine Hackfresse hat. Oder ob er wirklich das so meint, dass Akne, dass er wirklich dieses Gang zulegen wortwörtlich meint. Dass die Talgdrüsen irgendwelche Gänge hier zulegen müssen. Ja, doch, das ist aber eigentlich, das ist eine ganz heftige Punchline. Also ich gebe 2 Punkte für. Aber auch da hätte er die noch richtig krass betont. Naja, 3 Punkte wäre es nett gewesen so, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen schade, dass er das so soft betont halt. So. Das ist wirklich, das ist wirklich gute Lines. Ich meine, jemanden, der Akne hat, einfach nur zu sagen, ey, du bist hässlich und hast Akne, ist wirklich primitiv. Und er ist jetzt nicht mega innovativ, aber er ist schon kreativ. Es ist schon wirklich kreativ, jemanden gerade, der Alien heißt, erstens mit der Mondoberfläche und da so anzugehen. Und das auch mit den Talgdrüsen ist schon nicht schlecht jetzt halt. Also kann man wirklich gut belohnen. Ja. Ich finde, er rappt aber nicht geil halt. Das ist mein Problem. Der dümmste Entführer der Welt schnappt sich 4-mal den Falschen und am Ende stirbt er noch selbst. Du König. Du bist nur der dümmste Entführer der Welt, schnappt sich 4-mal den Falschen. Schnappt sich 4-mal den Falschen. Verstehe ich nicht. Leute, verstehe ich nicht. Klärt mich auf. In der Welt schnappt sich 4-mal den Falschen und am Ende stirbt er noch selbst. Warum ist du bist nur Alien, der dümmste Entführer der Welt, schnappt sich 4-mal den Falschen und am Ende stirbt er noch selbst. Du kündigst in der Qualität dickes Punchline, Gewitter und auch gegen einen echten Punchliner bist du ein Zittermann. Mit solchen Wecken, als fühlen sich die Fans betrogen, Bitch, enthüllt zum Namen, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Du kündigst in der Qualität, fühlen sich die Fans betrogen, Bitch, enthüllt zum Namen, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Man sieht im Namen, dass bei dir alles gelogen ist. Also finde ich, ist auch jetzt, checkt keiner, wenn er den Namen Alien hier nicht einblenden würde und dieses L-I-E, also Lie, im Sinne von Lügen, so einem so aufbinden würde, so. Wird keiner die Zeile checken, so. Deswegen finde ich die jetzt nicht so geil, aber was ich halt geil finde und wofür ich ihm Props gebe und was ich einfach mag an Rappern und was ich auch loben muss, ist, dass er sich einen Kopf macht. Er macht sich einfach einen Kopf und das mag ich einfach sehr. Und ich meine, die Hook ist jetzt sowieso ganz gut, ist jetzt keine Knaller-Hook, aber für die Hook, ich meine, ich gebe ja generell immer von, eigentlich gebe ich immer für Hooks einen Punkt, so, ja. Sei denn, sie sind komplett scheiße. Das ist jetzt so eine Punchline zu sagen, man sieht in deinem Namen, dass bei dir alles gelogen ist, so, weil wird er das einfach so stehen lassen, ohne den Namen Alien einzublenden und das NIE halt da noch markieren und leuchten lassen und tralala, wird sich jeder so denken, ah ja, so, hä? Alien, man sieht da deinem Namen, dass bei dir alles gelogen ist. Hä? Also, glaube ich jetzt nicht, dass da so viele drauf gekommen wären. Oder das sofort verstanden hätten, Alter. Aber wie gesagt, ich belohne das kreative Denken daran. Für mich sind der Qualität dickes Punchline-Gewitter und auch gegen einen echten Punchliner bist du ein Zittermann. Das ist aber auch irgendwie, in der Qualität dickes Punchline-Gewitter, doch gegen einen echten Punchliner bist du am Zittern, Mann. Ist nicht so geil halt irgendwie. Solchen Recken, als fühlen sich die Fans betrogen, Bitch, in Hülsen Namen, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Es passiert nicht nochmal, dass ein Weib mit Mann und bringt Weib, bevor du mich fix gelogen. Dass bei dir einfach alles gelogen ist. Es passiert nicht nochmal, dass ein Weib mit Mann und bringt Weib, bevor du. Verstehe ich gar nicht, was er da schon wieder erzählt. Einstieg auch nicht cool. Es passiert nicht nochmal, dass ein Mann einen Mann bringt Weib, bevor du mich fix gelogen. Timecode für. Timecodes, bevor du mich fixst, gibt es Timecodes. Ja, aber gibt's nicht. Timecodes sind doch diese Stellen, die man immer markiert, wo man dann unten in den Kommentaren einfach draufklicken kann und dann zu dieser Stelle springt, ne? Aber gibt's das nicht für den Mammut Mix 2? Ja, ich finde aber auch den Einstieg jetzt von
Den Einstieg auch sehr trugselig. Ein Patschleiner bist du am Zitterlern. Mit solchen Recken, als fühlen sich die Fans betrogen. Bitch, in Hülsen lang, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Es passiert nicht nochmal, dass ein Weib einen Mann umbringt, weil... Es passiert nicht nochmal, dass ein Mann, dass einen Weib einen Mann umbringt, weil... Es passiert nicht nochmal, dass ein Weib einen Mann umbringt, weil... Auch sehr ganz, ganz komische Grammatik so. Das ist wieder so, ich sag auf Teufel komm raus irgendwas. Hauptsache, ich will genau das sagen und ich sag es, egal was kommt. Egal wie unästhetisch oder wie unästhetisch es sich anhört. So, das ist... Dann noch dieser Filter drüber, der noch mehr Druck aus seiner schon drucklosen Stimme zieht. Finde ich nicht so geil. Bevor du mich fixst, gibt es Timecodes für den Mammut-Mix 2. Fucker, du kannst nicht aus dieser Lage fliehen. Ich setz den Bauern Schachmatt, doch er will mit dem Zopf lieber Dame spielen. Du sollst... Oh, da war... Dame spielen! Ich setz den Bauern Schachmatt, doch er will mit dem Zopf lieber Dame spielen. Ja, eine Schachline, die sind jetzt nicht so mega innovativ. Ist jetzt generell noch nicht so eine krasse Zeile, gibt aber einen Punkt hier. Ist eine ganz gute Punchline, mir gefällt endlich mal die Betonung am Ende so, dass er mal da so ausrastet. Der will halt ausrasten, so der Einstieg von der Part ist so, ja, ruhig und da eher Dame spielt. Ja, müsst ihr mal mich als Adlibs hinten drunter legen. Ach, die Kamera! Das wäre mal geil. Solltest kochen und putzen, ist wie eine Bitch genommen, doch musst erst den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Ich stimme... Ja, muss kochen und putzen, ist wie eine Bitch genommen, doch... Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Ach doch, dann ist es doch gut. Kochen und putzen ist der Haushalt. Wirst wie eine Bitch genommen, doch muss erstmal den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Ist eine gute Zeile. Ist eine gute Zeile, gibt einen Punkt. Mit dir zu den Wassermachteln erkennt, ich würde das Time. Doch muss erst den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Aber nicht gut gerappt, sorry Leute. Du solltest kochen und putzen, bist wie eine Bitch genommen. Doch muss erst den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Kochen und putzen, wirst wie eine Bitch genommen. Das ist gut. Auch dieser Gun, dieses Gun, der Sound-Effekt, dieses Knarrengeräusch ist auch gut auf Bitch genommen. Doch muss erst den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Doch da, das ist nicht so geil gerappt, dieses Haushalt in den Solltest Griff kochen bekommen. Und putzen, wirst wie eine Bitch genommen. Doch muss erst den Hormonhaushalt in den Doch muss erst den Hormonhaushalt in den Griff bekommen. Ja, ich meine, ist jetzt schon irgendwie meckern auf hohem Niveau, aber ich meine, wir sind halt im JBB, ich will es nicht immer wieder sagen, so, da muss man halt auch rumhaten, so. Wenn mir was auffällt, was mich stört, dann sage ich das und ich finde, da dieses Hormonhaushalt in den Griff bekommen, ist natürlich kein Flowfehler oder so, aber es ist jetzt nicht so die geile Betonung. Griff bekommen, ich stimme dir zu, denn was im Achtel erkennt, ich würde das Thematic auch mit Weibern in Videos nicht mal männlich wirkt. Parker, schon wieder kein Wort verstanden hier. Kein Wort. Du solltest kochen und putzen unter der Kirche. Ich stimme dir zu, denn was im Achtel erkenntlich wird, das vermehrt ich auch mit Weibern, wie das nicht männlich wirkt. Keine Ahnung, Alter. Oder was? Ich habe jetzt gerade schon die nächste Zeile gelesen, deswegen sage ich einfach keine Ahnung, obwohl ich vielleicht Ahnung habe. Ausnahmsweise. Ich stimme dir zu, denn was im Achtel erkenntlich wird, dass Thematic auch mit Weibern in Videos nicht mal männlich wirkt. Ja, Thematic ist, okay. Das Leib wird in die Wege geleitet, auch ohne Pinselkopf wirst du von mir fürs Leben gezeichnet und das Thematic. Das ist aber wieder eine sehr gute Zeile so. Den Dutt als Pinsel zu bezeichnen, den Alien trägt. Auch ohne Pinsel wirst du, auch ohne Farbe wirst du Pinselkopf fürs Leben gezeichnet oder was er da sagt. Und darauf anspielt, dass er jetzt gegen Sly ins Achtel kommt und dass er in die Wege geleitet wird. Auch ohne Farbe wirst du Pinselkopf fürs Leben gezeichnet. Ja, gehen wir von der Zeile aus, gibt es zwei Punkte. Es gibt zwei Punkte. Es wird auch zwei Punkte geben, aber ja, es wird mich aber noch viel mehr flashen, wenn er irgendwie anders rappen wird. Also mich catcht seine Stimme nicht. Mich catcht einfach die Stimme nicht. So. Tick, dass er Freunden hilft, doch bist du deinen Freunden Freunde. Pinselkopf wirst du von mir fürs Leben gezeichnet. Und das Timetic, dass er Freunden hilft, doch bist du deinen Freunden freundlich. Ihr legt euch 6699. Guck, wie sie dich wie eine Bitch. Oh, jetzt geht's wieder los. Jede Zeile da wieder gucken. Ich meine, Clash Parker ist ja auch so einer, der sehr, sehr gute Zeilen kickt. Und auch Zeilen auf jeden Fall kickt, wo man um die Ecke denken muss. Und ich mag das auch sehr. Aber wenn es ums Analysieren geht, wo man dann schon so einen gewissen Druck hat, jede Zeile verstehen zu müssen, ist es schon ekelhaft. Front ist Thematic, dass er Freunden hilft, doch bist du deinen Freunden freundlich. Ihr legt euch 6,
6.699. Soll das jetzt gerade so anfühlen? Soll das jetzt irgendwie so eine Sechsstellung sein mit seinen Homies da? Mit Alien, Zepter oder wer ist da alles dabei? Keine Ahnung, wer bei denen da alles dabei ist in dieser Inzestfamilie, Alter. Aber ich nehme an, dass diese, vielleicht check ich es auch nicht, ja, aber für mich sieht es so aus, dass 6.699, ich meine, das ist so das Upgrade von der Stellung 69 sein soll. Aber das ist mir zu weit hergeholt jetzt schon wieder. Klärt mich auf, wenn ihr die Zeile irgendwie anders interpretiert und ich sie... Blasen lassen von... Ihr legt euch 6.699. Guck, wie sie dich wie eine Bitch blasen lassen. Von der Wichse kannst du dir eine eigene Milchstraße basteln. Es bringt dir nichts, wenn... Boah, bös. Böse Zeile, Digga. Props. Die Zeile ist gut, Alter. Gegen einen Alien zu sagen, Bitch blasen lassen, aus der Wichse kannst du dir eine eigene Milchstraße basteln. Böse Zeile, Digga. Props, Alter. Zwei Punkte hier. Die ist gut, die Zeile. Ich finde, er geht ganz geil auf dieses Alien-Ding ein, so. Wirklich. Wie gesagt, die Zeilen sind wirklich top. Der hat saftige Zeilen mit wirklich gutem Gegnerbezug, kreative Dinge. Aber an seiner Stelle würde ich halt voll an der Betonung noch arbeiten. Vielleicht ist es auch einfach mein Geschmack halt, ja. Ihr kennt es ja. Vielleicht, wahrscheinlich, sau viele von euch feiern ihn bestimmt von der Stimme her und so. Und es soll auch so bleiben. Also ich will da gar niemand irgendwas ausreden oder so. Aber für mich ist es zu drucklos. 6.699. Vielleicht hat das auch irgendwas mit der Astrologie zu tun oder so. Irgendwas mit Sternensystem, keine Ahnung, Alter. Übrigens, letztens war ja hier, ne, Sterne und so, wenn wir da schon sind bei dem Thema. Da war ja der Mond rot gefärbt und unten drunter hat man noch einen roten Punkt gesehen. Und ich musste ja sagen, also das hat mich ja so berührt, das fand ich ja so. Mensch, das war doch total klasse, oder? Also dass ich das noch erleben durfte, ja, dass der Mond sich rot färbt, minimal, und darunter noch ein kleiner roter Punkt hingeschissen wird, der den Namen Mars trägt, und ich gefühlt zwischen 500 Menschen stehe, die alle Kamera-Apps draußen haben und oh, wow, geil, und ja, Mann, oh, das ist nicht krass. Und ich denke mir nur so, irgendwie geht es mir komplett am Arsch vorbei. Also da war für mich der Airbus, der durch den Sternenhimmel fliegt, interessanter, aber auch nur, weil ich ihn für eine Sternschnuppe gehalten habe. back to topic. Weiter geht's. Du dich hinter der Crew versteckst, denn seit dem 16. kannst du dir eine eigene Milchstraße basteln. Es bringt dir nichts, wenn du dich hinter der Crew versteckst, denn seit dem 16. bist du für keinen mehr ein unbekanntes Flugobjekt. Du fliegst in der Qualität gespannt, streng getan, noch gegen einen... Ja, ist auch ganz geil. Es reicht sich nicht, wenn du hinter der Crew versteckst, dann seit dem 16. bist du. Dann nach dem 16. bist du für keinen mehr ein unbekanntes Flug. Eigene Milchstraße basteln, es bringt. Dich hinter der Crew verblasen lassen, von der Wichse kannst du dir eine eigene Milchstraße basteln. Es bringt dir nichts, wenn du dich hinter der Crew versteckst, denn seit dem 16. bist du für keinen mehr ein unbekanntes Flugobjekt. Seit dem 16. Ich hätte gesagt, nach diesem Bonus-Battle bist du für keinen mehr ein unbekanntes Flugobjekt. Aber ja, das ist ja. Unbekanntes Flugobjekt. Ich meine, wenn er das jetzt irgendwie auf das Fliegen im Sinne von rausfliegen beziehen würde, fände ich es irgendwie ganz cool, aber so. Sozusagen ein Alien ist ja kein unbekanntes Flugobjekt. Ein unbekanntes Flugobjekt ist ein UFO. Und na klar, Aliens fliegen in UFOs so rum. Haben wir alle schon gesehen. Aber, finde ich jetzt nicht so krass. Sorry, wenn ich auch manchmal an der Kamera hier vorbeischiele, gell? Ja. Muss hier reingucken. Genau da. Gespannt, streng Gewitter an, noch gegen einen echten Wandscheiner bist du ein Zittermann. Mit solchen Wecken, als fühlt sich die Fans betrogen, bin schon böse im Namen, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Königs in der Qualität, gespannt, streng Gewitter an, noch gegen einen echten Wandscheiner bist du ein Zittermann. Mit solchen Wecken, als fühlt sich die Fans betrogen, bin schon böse im Namen, dass bei dir einfach alles gelogen ist. Da ist doch der Mond! Ich
Auf jeden Fall solide Runde, stabile Runde. Ist jetzt übrigens auch so das dritte Battle hintereinander, was ganz geil ist, gell? Ja. Muss man auch mal kurz erwähnen. Auf jeden Fall gute Runde. Er hat hier gut viel Punkte abgesahnt.